Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und erstmal vielen, vielen Dank von uns allen für die tollen Kommentare, die ihr uns nach den ersten beiden Reisen geschickt habt. Das seht ihr gleich. Dann Madeira, ein wunderbarer Ausflug und jetzt viel Spaß. Zwei wunderbare Reisen haben wir im Oktober gemacht mit der AIDA Blue rund um Italien und den Gästen hat es richtig toll gefallen. Und das haben sie natürlich die Crew auch wissen lassen und die haben sich sehr gefreut und haben uns gebeten, diesen Beitrag euch zu zeigen. Ich bin froh und dankbar, diese wunderschöne Reise erlebt zu haben. AIDA hat wieder bewiesen, dass wir alle eine Familie sind. Wir hatten noch nie so eine freundliche und herzliche Besatzung. Ich freue mich manchmal schon über ein Jahr vor die Reise endlich an Bord zu gehen. Es ist jedes Mal wie nach Hause kommen. Es ist schön, an Bord viele Menschen kennenzulernen. Und nicht zu vergessen, an alle Stellen, das Lächeln im Gesicht der Mitarbeiter. Ganz, ganz toll. Puh. Schönen Comment hier. Aber liebe Gäste, danke und schönen Urlaub mit AIDA Blue. Immer. Es war meine erste Kreuzfahrt. Ich war überwältigt von AIDA Blue. So viele tolle Dinge auf einem Schiff. Wahnsinn. Ich möchte AIDA meinen Dank dafür aussprechen, für das, was die Crew mit dieser Reise unter den schwierigen Bedingungen auf die Beine gestellt hat, um uns einen sicheren und wunderschönen Urlaub zu bereiten. Es war eine sehr emotionale, tolle und unvergessliche Reise mit einer motivierten Crew auf AIDA Blue. Auf ein baldiges AIDA-Sehen. Oh, Gänsehaut. Es war wunderschön, nach so langer Zeit wieder an Bord zu sein. Und trotz geänderter Rahmenbedingungen war es eine tolle Reise bei super Wetter und mit einer fantastischen Crew. Wir sind glücklich, dass wir dabei waren. AIDA hat mit dieser Reise gezeigt, dass sie alles unternimmt, um ihre Gäste glücklich zu machen und das ist gelungen. Ihr leistet alle 150%. Danke. Ich muss gestehen, wir sind mit dem ganzen Herzen und überlaufenden Emotionen gefangen von diesem unglaublich schönen Urlaub. AIDA ist und bleibt der beste Urlaub aller Zeiten. Es ist so unendlich traurig, dass die Schiffe jetzt wieder pausieren müssen. Es stimmt einfach alles an Bord. Das Hygienekonzept ist mit so viel Herzblut ausgetüftelt und gelebt worden, dass es das Urlaubsgefühl überhaupt nicht gestört und schon gar nicht gemindert hat. Was sind schon Maske und Handschuhe beim Shuffleboard, wenn der altbekannte Kampfgeist bei den Teams ungebrochen ist? Was sind schon 1,50 Meter Abstand voneinander, wenn der Blick auf den Horizont noch genauso berauscht? Was ist schon das fehlende Buffet, wenn die Teller dafür mit so viel Perfektion angerichtet sind, dass man sich schon fast im Rossini wähnt, obwohl man im Marktrestaurant saß. Und überhaupt, die Bestellung der Speisen und das Servieren der einzelnen Gerichte, das war ganz großes Kino. Das Beobachten der Szenerie, wie quasi ein Rädchen in das andere griff, war schon ein Highlight und die Show der Reise. Riesiges Lob an die Küche, an die Restaurants und an die Bars von AIDA Blue. Ich fahre gerade von der Blue zum Flughafen. Es war so schön. Die Routenänderung war perfekt organisiert. Das Konzept ist super durchdacht. Es war eine sehr tolle, emotionale und schöne Reise mit AIDA Blue. Immer Richtung Horizont. Alles Schlechte vergessen, nur genießen. Wir danken euch wieder einmal für viele große und kleine Momente. Ich freue mich auf ein AIDA-Wiedersehen. Ein super Service von der Rezeption über das Housekeeping bis hin zur Bedienung in den Restaurants. Eine super Küchenleistung, Kompliment an den Chefkoch und seine Mitarbeiter. Ein unwahrscheinlich tolles Entertainment, Tobi mit seinen täglichen Interviews in der Primetime, Crew meets Band und auch der Lektor, der uns mit seinen Vorträgen über Italien fesselte
sowie Toby Wilson, der die italienischen Opernarien in einer Frische sang, dass man eine Gänsehaut bekam. Einfach Danke. Liebe Gäste, einfach Danke sagen wir auch zu Ihnen. Danke für dieses fantastische Feedback, das Sie uns nach unserem Restart eingesendet haben. Leider können wir Sie aktuell nicht an Bord unserer Kussmundschiffe begrüßen. Aber eines verspreche ich Ihnen. Wir sind allzeit bereit, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu können. Vielen Dank, liebe Crew, aber auch vielen Dank, liebe Gäste, für die tollen Kommentare. Und jetzt blättern wir wieder im Urlaubsalbum. Madeira, ein wunderbarer Ausflug, und man sieht, wie vielseitig die Insel ist. Da ist für jeden was dabei. Von Chao da Lagoa aus machen wir im Neoprenanzug knapp 3 Stunden lang eine geführte Tour entlang der Riviera das Cales. Gerade runterklettern, habe ich noch nie gemacht. Ja, aufregend, sehr spannend. Erste Mission schon mal geschafft. Alle ganz mutig, alle haben es überlebt. Ja, macht Spaß. Saugeil. Wow. Oh. Super schön. Ja. Was hat dir am besten gefallen? Das sind die Arschbomben. Nur kurze Zeit später steigen wir in Funchal auf ein Zodiac auf. Mit diesem wagen wir uns in die Wellen vor der Insel, um Delfine und Wale zu finden. Am Abend geht es für uns in eines der ältesten Fischerdörfer Madeiras. Camara de Lobos, was auf Deutsch Höhle der Mönchsrobben bedeutet, war die erste Siedlung auf Madeira. Charakteristisch sind die vielen bunten Fischerboote im Hafen. Am Abend kann man von der Pier aus die Vorbereitung der Fischer für die Ausfahrt beobachten. Camara de Lobos ist auch die Heimat des Ponchas, ein Getränk aus frisch gepresstem Zitronensaft, Honig und Zuckerrohrschnaps. Von hier aus genießen wir einen fantastischen Sonnenuntergang. Wir sind heute vom Schiff, dann sind wir in die Markthalle gegangen. Das war super schön gewesen. Mit der Seilbahn sind wir noch gefahren, haben jetzt hier auch noch mal einen schönen Spaziergang gemacht und genießen gerade hier Madeira bei Nacht und machen tolle Fotos. Und wir freuen uns schon auf den Wein und den Honigkuchen nachher. Damit lassen wir den Tag ausklingen. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Bleibt gesund und optimistisch und bis zur nächsten Woche.